Also, ich begrüße euch alle recht herzlich hier im Presseraum des SSV Reutlingen zur Auslosung von unserem Karfeld und Hauser Cup 2015. An dieser Stelle herzliches Dank an den Vorstand vom SSV, stellvertretender Karl-Heinz Langestar und der Herr Zepf, dass sie uns heute im Rahmen des Heimspiels gegen Balinger SC die Plattform hier zur Verfügung stellen. Mein Name ist Markus Teugert und mir zur Seite rechts sitzt der Toni Tschusch, der U12-Jugendtrainer vom SSV. Wir zwei sind bisher hauptverantwortlich für dieses Hallenturnier 2015. Begrüße möchte ich recht herzlich den Freddy Burkhardt, Jugendleiter vom TSV Sondelfingen, vorne rechts, und neben ihm der Andreas Schmidt, der Vorstand vom Förderverein des TSV Sondelfingen Jugendfußball. Herzliches Willkommen. Weiterhin möchte ich den Michael Kaufeld begrüßen, einer der zwei Gesellschafter der Firma Kaufeld und Hauser Personalleasing GmbH, die Hauptsponsoren für unser Turnier 2015. Vom Ablauf würde man es jetzt so gestalten, dass man zunächst mal die Auslosung macht und im Anschluss daran wird die Eli Armbruster dann die Gruppeneinteilung ausdrucken, sodass man es mitschreiben muss. Und im Anschluss daran können wir noch ein bisschen was zum Turnier sagen oder stehen auch gern für Fragen bereit. Ja, und deshalb dürfen wir zwei Personen recht herzlich begrüßen heute, die Selina Münz. Selina ist am 4.5.97 in Reutlingen geboren, hat angefangen Fußball zu spielen beim TSV Aldeburg, TuS Metzingen und hier beim SSV Reutlingen und hat dann gewechselt zum VfL Sindelfingen und spielt hier aktuell in der Frauenbundesliga und in der U19 der Nationalmannschaft, war neulich erst in Glasgow für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz. Celine, herzlich willkommen. Schön, dass es klappt hat, dass du heute bei uns bist. Normalerweise ist ja immer ein Notar bei solchen amtlichen Auslosungen zugegen. Wir haben auf den Notar halt verzichtet und haben stattdessen den Dennis Labaczynski zu uns geholt. Dennis, herzlich willkommen. Schön, dass du es auch einrichten konntest. Dennis, geboren 26.09.81 in Reutlingen, Reutlinger Eigengewächs. Wechselte dann zum VfB Stuttgart in der Jugend, kam wieder zurück, wurde beim SSV Profi und hat dann noch die Stationen Hertha BSC Berlin, Hansa Rostock, Hoffenheim und Schalke 04 auf seiner Vita. Dennis, du sorgst dafür, dass alles ordnungsgemäß abläuft. Sieht aus wie ein Tag. Sieht aus wie ein Tag. Ja, dann darf ich euch zwei bitten, zur Tat zu streiten. Und der Andi Sparka, unser Mann am Beamer und am Laptop, wird es dann bildlich für uns an der Wand festhalten. Bitte, ihr zwei. Wir losen jetzt zunächst die Gruppe A. Borussia Mönchengladbach. TSV Sondelfingen. Oh, gutes Los. Ja, Gladbach kann man dazu sagen, der Kontakt kam über Toni, befreundeter Trainer aus Wendlingen, zustande. Der Trainer von Wendlingen ist wohl der beste Spätzle vom Jugendtrainer von Borussia Mönchengladbach. Und so kam Gladbach zu uns. VfB Stuttgart. Der Jugendtrainer vom VfB kennt man ja auch schon seit Jahren, Toni. Ben Blümle. Und insoweit war es einfach, VfB über den Weg zu bekommen. Olympia Laupheim. Die Freunde aus Laupheim haben wir auch schon sehr lange gute Kontakt.
waren wir auch schon öfters auf Turniere eingeladen und deshalb haben wir die auch gern zu dem Halle-Turnier eingeladen. Tottenham Hotspurs. Okay. Sonderfinger Favorit in der Gruppe. Sehr schön, interessante Gruppe A. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der Gruppe B. SV Werder Bremen. Werder Bremen ist auch ganz interessant. Der Kontakt kam noch zustande über Marco Langner, der ja früher in Reutlinger Fußball gespielt hat, zu dem ich noch Kontakt habe. Und dem habe ich eine Mail geschickt und er hat es gerne an die Jugendleitung von Werder Bremen weitergeleitet. Und prompt haben sie uns 14 Tage später zugesagt. Die Jungs kommen mit dem ICE darunter, die müssen wir freitags am Bahnhof holen. TSV Betzingen. Der Marco wartet, ich weiß jetzt nicht, ob... Ist jetzt auch weg. Okay. Ja. Zu dem Zeitpunkt war er noch da. Jetzt mal sehen, wo sie es hin verschleppen. SSV Reutling. Toni, zufrieden bisher? Ja. Gut. Ja, ein Krachen müsste nur kommen. Erster FC Eisling. Stuttgarter Kickers. Gut, Toni, da hast du was zu sagen. Bist du zufrieden mit deiner Gruppe? Ja, ausführlich. Muss man sagen, alle Teams, die teilnehmen, bis auf in Anführungszeichen ein bisschen regional ist, sind sehr, sehr starke Teams. Vielleicht unterschätzt man, wenn man FC Eislingen oder Laupheim liest. Aber es war auch ein Auswahlkriterium, dass wir einfach ein Teilnehmerfeld zusammenstellen, das qualitativ einem guten Turnier gerecht wird. Und wenn man jetzt da den einen oder anderen FC Eislingen oder Laupheim liest, denkt man, ja gut, ein kleinerer Verein, aber es sind richtig gute Jungs, gute Mannschaften. Man darf auch die lokalen Mannschaften nicht unterschätzen. Es gibt jedes Turnier, wo es eine große Überraschung gibt. Und da drücke ich auch den kleinen Teams einfach die Daumen. Das macht nämlich unser Sport aus, dass alles möglich ist. Gut, nochmal weiter mit Gruppe C. Und Gruppe A und B spielen im Turnier vormittags an dem Samstag und Gruppe C, D spielt nachmittags, weil die zum Teil erst samstags anreisen und dann in die Nachmittagsgruppen kommen. Eintracht Frankfurt. VfL Pfullingen. Der Volker Schmidt wollte eigentlich auch da sein, aber er ist jetzt wohl bei einem Turnier in Pfullingen aufgehalten worden, musste kurzfristig als Schiedsrichter einspringen. Aber ja, schade, dass er zu da ist. Frankfurt ist schon gleich mal kein schlechter Gegner. Derby FSV Frankfurt. Uha. SSV Ulm. FC Augsburg. Ja, das scheint mir bisher die stärkste Gruppe zu sein. Mit FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Ulm und Augsburg.
Da geht es gleich in der Vorrunde zur Sache. SSV Jan Regensburg. Jan Regensburg war auch witzig, der Jugendtrainer, die waren bei uns zu Gast beim Turnier in Gummeringen. Und kurz darauf hat er dann gewechselt zum SSV Frankfurt, der Jugendtrainer. Und so kam dann Regensburg und FSV Frankfurt zurück zum Turnier. TSG Münsingen. SV Darmstadt 98. TSV Wendlingen. So, dann bleibt noch einer übrig. Karlsruhe SC. Karlsruhe SC, so. In der Gruppe gibt es die Konstellation, dass es 6 Teams sind, weil der TSV Sondelfingen hat das Privileg, mit 2 Mannschaften teilzunehmen, so dass die zweite Sondelfinger Mannschaft in diese Gruppe noch integriert wird. Das ist somit die einzigste 6er Gruppe. Andi, dann könntest du das schön zum Drucke geben. Euch zwei, vielen Dank, souverän. Wie wenn ihr noch nichts anderes gemacht hättet. Und freut uns, im Anschluss euch noch im Bereich zu sprechen und kennenzulernen erst. An der Stelle darf man schon mal der Selina die Blumen überreichen. Ja, Selina, herzlichen Dank nochmal. Wie gesagt, wir haben ein paar Blumen für dich besorgt und ein Wimpel vom TSV Sondelfingen. Als Erinnerung für die Auslosung heute. Dennis, dir haben wir eine Flasche Wein besorgt, weil ich dachte, mit Blumen fangst du jetzt nicht so viel an. Und der Wimpel vom TSV Sondelfingen, der fällt ja noch in deiner Trophäensammlung, der ist ja der wichtigste. Und insoweit ist ja dann jetzt deine Sammlung komplett. Ja, nochmals vielen Dank, dass ihr heute uns zur Verfügung gestellt habt.